Ihr Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evoland 2. Heute mit dabei der Horst und die Caro. Ja, wir gehen jetzt erstmal Richtung Norden, weil da soll ja der Müsli-Lacke-Bang-Gong-Dang-Dang sein. Wow, dafür ein Weg für 2 Blätter, na gut. Und den brauchen wir ja, damit wir zurück in unsere Zeit kehren können. Und wobei ich muss sagen, ich mag den Pixel-Art-Stil hier sehr, eigentlich. Oh, da sind wir. Der Hintergrund ist halt auch geil, ne? Das ist der Magilit, von dem ich sprach. Karo mit dem Boxhandschuh, ne? Ganz eindeutig, ein Magilit. Die eingravierten Symbole sind die gleichen wie auf dem Magiliten, der uns hergebracht hat. Ich weiß aber nicht, wie man ihn aktiviert. Aktivieren? Magiliten sind nichts weiter als Denkmäler der antiken Zivilisation der Magie. Sie erfüllen keinen Zweck. Was war das? Papa! Das Königreich! Die Zauberer greifen das Lager an! Was? Wie um alles in der Welt haben sie uns gefunden? Findet sie! Kein Mitglied der königlichen Familie von den Orden da. Davon kommen. Wow, das war eine ätzende Stimme. Ha. Die behält er nicht. Ach, da seid ihr ja. Der Großmagus. Lauf fort, Sohn, lauf. Was? Von Dämonia, Sohn von König Arthurs, General von Tronerbe. Dafür habe ich euch zu danken. Wir? Nein. Wie konntet ihr? Wie ich euch folgen konnte? Ach, das war nicht schwer, obwohl ich nicht geglaubt hätte, dass ihr es durch den Spukwald schaffen würdet. Als ihr dann aber überlebt, musste ich nur noch erraten, wo ihr herauskommen würdet, um euch zu finden. Und da bin ich. Was habt ihr getan? Das ist alles meine Schuld. Ach, quält euch doch nicht. Ihr müsst nicht mehr lange verzagen. Pass auf! Aktiviert! Activated! Tschüss! Oh, wir haben Horst mitgenommen. Weg sind wir. Sie sind verschwunden. Wie ist das möglich? Findet sie! Sie können nicht weit gekommen sein. Nein, können sie nicht. Aus einer ganz anderen Dimension. Wow! Was für ein Grafikunterschied! What the heck? Alter Vater, hatten wir das vorher auch so? Krasse Scheiße. Aber die Textdialoge sind immer noch so pixelig. Caro. Hallo. Was um alles in der Welt habt ihr hier gemacht? Ihr habt doch nicht etwa ausgenutzt, dass ich... Oh, Didi, Mensch. Sowas nutzt man doch nicht aus. Wo sind wir denn überhaupt? Der Magilit, er wurde aktiviert, als der Zauberer ihn zerstörte. Das bedeutet, dass wir endlich zu Hause sind. Hoffentlich. Ich fühle mich merkwürdig, voluminös.
wie an dem Tag, an dem ich zu viel Schokolade gegessen hatte. Nur ohne die Bauchschmerzen. Spürt ihr es nicht auch, Titi? Ja. Merkwürdig. Keiner von uns hat Schokoladenpudding gegessen. Boah, sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Egal, vergessen wir den Schokoladenpudding. Was ist mit Horst? Karo hat ziemlich dicke Beine. Was? Dieser Magellit wird nicht mehr funktionieren. Ich hab keine Nase. Wo sind die Zauberer? Und wie geht es meinem Sohn? Horst? Also, das ist ein bisschen komplizierter. Wo soll ich anfangen? Kompliziert? Was wollt ihr damit sagen? Sie sind alle tot, ist es das? Also, lasst es mich erklären. Das wird nicht einfach. Wir sind nicht mehr in derselben Zeit wie vorher. Didi und ich kommen aus der Gegenwart. Beziehungsweise für euch aus der Zukunft. Aber eure Gegenwart ist unsere Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Versucht ihr mir zu sagen, dass sie alle tot sind? Irgendwie schon. Oder vielleicht sind sie einfach nur älter. Ich weigere mich, diese Unterhaltung fortzusetzen. Ich muss meinen Sohn finden und meinen Vater retten. Ja, aber die dürfen ja nicht mehr da sein. Ich glaube, ich muss das anders angehen. Wir können ihn nicht alleine gehen, alleine lassen, Didi. Aufgesaugt haben wir die Dame. Jawoll! Und ich kann schon wieder nicht mehr springen. Yo, Bro! Was geht ab, so? Ich sehe dich! Hallo! Ja, der hätte auch selber laufen können, ne? Horst! Im Jahre des Herrn 1950 wurde an dieser Stelle die Dämonen von unserem Kaiser Latia und seinen Streitkräften bezwungen. Die Inschrift auf dieser Statue. Wie ist das möglich? Genau, das habe ich zu erklären versucht, Horst. Der Magellit, wir haben eine Zeitreise unternommen. Didi und ich kommen aus dem Jahr 999, fast 50 Jahre nach der Niederlage der Dämonen. Ein Unfall hat uns in eure Zeit versetzt und das Kaiserreich hat uns gefangen genommen. Und als der Großmagus den Magelliten zerstörte, kam etwas aus ihm hervor. Ich glaube, dieses Ding hat uns hergebracht. Ich wäre wirklich am liebsten wieder zu Hause, werde aber das Gefühl nicht los, dass wir uns in einer anderen Zeitrechnung befinden. Das alles klingt unmöglich. Und doch, diese Statue. Aber warum? Welche Bedeutung hat unser Leben, wenn alles bereits festgeschrieben ist? Ich verstehe es selbst auch nicht ganz, aber setzt euch die Idee an. Seht euch die Idee an. Egal was passiert, ihr kämpft weiter. Am Anfang hat mir der Gedanke daran, mich verwirrt zu haben, Angst eingejagt. Doch als ich Didi folgte, fing ich langsam an zu verstehen.
Das Leben findet gerade jetzt, in diesem Moment statt, egal wo ihr gerade seid. Ich weiß nicht, ob sich die Vergangenheit schon zugetragen hat oder ob die Zukunft geändert werden kann. Doch weiß ich, dass ich hier und jetzt existiere. Einfach nur ich. Und hier und jetzt. Und Didi hat mir geholfen, das zu verstehen. Deshalb habe ich jetzt keine Angst mehr. Obwohl Ratten und Pilze natürlich immer noch wirken. Das überzeugt mich nicht. Mein Volk wurde bezwungen. Und ich sollte nicht hier sein. Mein Sohn, was wohl aus ihm geworden ist? Anstatt uns all die Fragen zu stellen, sollten wir lieber nach einem anderen Magelliten suchen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückkehren können, solltet ihr es in eurer eigenen Zeit zurückschaffen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, anstatt über Fragen zu grübeln, die wir nicht beantworten können. Hey, klinge ich nicht wahnsinnig erwachsen, Didi? Ich weiß nicht, ob ich so stark wie ein Exterminator oder Fräulein Caro sein kann. Ich werde mein Bestes geben. Mein Volk wurde ausgelöscht. Weil ich muss einen Schluck trinken, es tut mir leid. Aber ich bin halt ein so verschiedene Stimmen Kackgedöns einfach nicht gewohnt und ich kann sowas nicht. Bibis. Oh, Bibis Zelt. Was für ein netter junge Mann ihr doch seid, denn die Leute nennen mich Oma Bibi. Doch im Grunde meines Herzens bin ich noch jung. Außerdem bin ich nicht wirklich alt. Ihr könnt mich jedenfalls ruhig mal abends zum Ausgehen einladen. Wir können auf einen Trank gehen und wenn es funkt, vielleicht mehr. Apodos-Tränke. Apo-Apo-Tränke. Was kann ich für euch tun? Sogar Schnäuzchen? Einen Verbundenen wecken, einen Trank kaufen. Ich hoffe, ihr habt mir etwas vom guten Zeug gebraucht, mein süßer Gummibärchen. Wenn? Was kann ich für euch tun? Zuckerschnäuzchen. Einen Trank kaufen. Ich hoffe, ihr habt mir etwas von dem guten Zeug gebracht, mein süßer Gummibärchen. Das hier? Oma Bibi wird euch einen richtig schönen Trank brauen. Grüner Trank stellt die Hälfte eurer LP wieder her. Denkt an mich, wenn eure hübschen Lippen die Flasche berühren. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Ja, Gummibärchen. Oma Bibi wird euch einen richtig schönen Trank machen. Stellt eure gesamten LP wieder her. Roter Trank. Was soll ich damit tun, mein BFG 9000? Bester Freund, Glied, 9000, was? Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Okay, ja, dann nichts. Bis bald. Ich will was an euch. Aber fragt nicht dem hübschen jungen Mann. Wow, die Karte ist. Die Erde ist rund. Schmuckwald, wollen wir da wirklich rein? Mal gucken, wie es dem Typen geht. Da hat er ja neue Freunde gefunden. Hi. Wenn ihr Chef begegnet, nee, so.
Wenn ihr ein Schiff begegnet, lasst euch nicht vor meinem Aussehen verrauschen. Manche Leute halten mich für einen Monster. Aber nur, weil ich ihn nicht erkenne. Auf jeden Fall kümmert er sich gut um uns. Ohne ihn wären wir jetzt nur ganz gewöhnliche Straßendiebe. Ach, ein neuer Rekrut. Keine Sorge, dieser Auftrag ist ein spezieller Spaziergang. Wir finden einfach Dinge, die in der Hauptstadt verboten sind. Und dafür kaufen sie dann an die Leute, die Bedarf daran haben. Nicht allzu gefährlich, solange man nicht von der Miliz erwischt wird. Ja, oh, warte, dann auch nochmal, Gebüsche. Ja. Es gibt ordentlich Cash. Aber ich wundere halt, dass das Interface immer noch so, so pixelmäßig ist. Dass sich das noch nicht geändert hat. Wie sieht das denn jetzt eigentlich aus hier, wenn er jetzt hier mal runterkommt? Okay, das bringt mir auch nicht viel. Früher haben wir genauer gelebt, um meine Träume waren, meine Händler zu werden. Doch in den Lernstellen, bla bla, also bin ich hergekommen. Ich will den Typen finden. Scheint so, als wäre hier nichts. Oder doch? Hallöchen. Die Frage ist halt, müssen wir hier schon rein, ne? Vielleicht ist das ein späterer Dungeon, wo wir eh rein müssen. Wow! Autsch. Aua. Okay, und wofür das alles jetzt? Oh, Aua! Lass mich raus! Ob du doof bist? Okay, wir gehen erstmal raus und gucken, was wir sonst so machen müssen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon hier rein müssen, sondern da wahrscheinlich erst später rein müssen. Und dann spoilern wir uns ja schon. Ne? Aus dem Grund habe ich mich jetzt extra töten lassen, damit wir uns selber nicht spoilern. Und dass immer noch eine Überraschung bleibt, was uns da drin erwartet. Nicht, weil ich kacke bin, nein. Weil ich gut bin und dann nicht spoilern will. Wisst ihr? Ergibt doch irgendwo Sinn, oder? Alter, also, die ganze Money hier, ne? Und ich dachte erst so, boah, wir sind voll arm, aber wir sind eigentlich voll reich, Mann. Wobei, ne, die Bronze-Dinger haben schon 200 gekostet. Ich will gar nicht wissen, was denn Silber bzw. Eisen und so kostet. So, und dann gehen wir mal zurück zum Dorf und gucken doch mal. Ah, wir können die nicht so über die Brücke, das war ja klar. Gucken mal, ob wir was finden. Wann hitten wir die Dinger? Das ist ja krass. Können wir den kaputt machen? Nee. Eichhörnchen, was ist los bei dir? Das war sehr verwirrt, das Eichhörnchen, glaube ich. Kurz. Also geil, dass man jetzt alles one-hittet, ne? Ich meine, ich könnte ja auch wirklich oft einen hart leveln und so. Aber ich glaube, wenn man wirklich komplett alles one-hittet, wäre es auch langweilig. So, weiß ich nicht. Wäre vielleicht echt nicht so cool. Ja, die One-Hitten wäre vielleicht nicht schlecht. Weil die kacke sind. Aber gut. Yo. Hallo. Ich komme nicht so oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Majinnenbloke. Aber vor hunderten Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist niemand gelungen, ihn zu bewegen. Und das ist halt ziemlich kacke. Und deswegen laber ich den auch 500 Jahre dicht hier. Bam! Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sag euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässlich, und man müsste ihm schon zwingen, diesen Klotz hier zu bewegen. Aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen.
Aber ich tiefsten Grund meine Herzen und bla bla. Also müssen wir den Spukwald, dem Boss zuquatschen und sagen, hey, mach! Sonst kommen wir nicht weiter. Dann latschen wir noch mal kurz in den Spukwald und quatschen einfach alle mit allen. Werde ich aber so also quatschen, ich werde das nicht alle vorlesen, das ist ja ein bisschen too much. So, ihr seid nur Angestellte, das habe ich ja schon rausgefunden. Wahrscheinlich einer von hier oben, ne? Wahrscheinlich ist der Boss der Letzte, der da hinten steht. So, ja. Du hast auch nichts zu sagen. Du wahrscheinlich auch nicht. Du bist wahrscheinlich der Boss, ne? Ob du ein Facebook bewegen kannst, ich glaube ja nicht, ne? Falls ihr den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er hat sich davon gemacht, um sich in seiner Höhle auszuruhen. Stört ihn lieber nicht, wenn er in dieser Stimmung ist. Ihm brennt nämlich leicht die Sicherung durch. Außerdem wimmelt es in der Höhle von Sprengfallen. Okay, wir müssen also doch da rein. Jawohl. Aber, liebe Leute, da werden wir erst im nächsten Part reingehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.